Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsen Griller. Ja, den Marco ist ein kleines Stück Fleisch in das offene Feuer gefallen. Ja, schauen wir mal, was wir draus gemacht haben. Ich glaube, einen Aschebraten haben wir draus gemacht. Wie der Marco das gemacht hat, das zeigt euch natürlich. Und wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß. Ja, wie ihr seht, habe ich mich heute mal in den Schatten verzogen. Denn wir haben aktuell 36 Grad bei uns hier am Grillplatz. Und aus dem Grund ist es überall einfach nur zu warm und hier unter unserem schönen Nussbaum einfach nur angenehm. Aschebraten. Was ist ein Aschebraten? Und zwar der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Ich war mit dem lieben Peter von Pitlock, auch ein schöner, angenehmer Zeitgenosse und hat auch einen wunderbaren YouTube-Kanal. Verlinken wir euch nochmal unter dem Video mit. Und wir waren im Angelurlaub und da gab es immer lecker Essen. Nein, nicht nur Fisch, deswegen gab es auch mal andere Sachen, unter anderem diesen Aschebraten. Und das fand ich so einfach und fantastisch, wo ich mir gedacht habe oder gesagt habe einfach, das müssen wir euch zeigen, das müssen wir mit euch teilen. Und aus diesem Grund geht erstmal ein schöner Gruß raus, lieber Peter. Danke nochmal für diesen Tipp bzw. für das Zeigen des Aschebratens und für die Freigabe des Rezeptes. Und ich würde sagen, bevor ich mich wieder mal verquatsche, gehen wir jetzt erst einmal zu dem Brett mit den Zutaten. Wie bei jedem einfachen, genialen und leckeren Rezept sind auch hier heute mal wieder wenig Zutaten. Wir wollen uns auch in Zukunft weiterhin auf das Geringste beschränken, was die Zutaten betrifft. Und ich zähle das alles hier runter, das seid ihr ja gewohnt. Die genauen Mengenangaben, Schritte, Gewichte und wie wir was in welche Form geschnitten haben, findet ihr natürlich bei uns im Rezept auf der Webseite. Wir haben hier Gemüsezwiebeln, ein wunderschönes Stück Nacken, das sind knapp 2 Kilo. Würzen werden wir mit unserem Vegetable. Und hier haben wir Knoblauchstifte. Und für den Griller, damit wir hier bei den 36 Grad nicht austrocknen, natürlich noch etwas für die trockene Kehle. Beginnen werden wir hier mit den Zwiebeln. Das sind Gemüsezwiebeln, die haben wir in feine Ringe geschnitten. Und schon mal etwas von unserem Gewürz reingegeben. Das wird jetzt ordentlich verteilt hier dran und dabei die Zwiebeln richtig schön andrücken, anstoßen, damit die quasi schön ihren Saft abgeben können und der sich dann verteilt mit der Gewürzmischung und den Zwiebeln die wunderbaren Aromen vermitteln. So, sieht man dann, wenn man das durch die Hände fährt, merkt man, dass die richtig schön weich werden. Das ist dann der Zeitpunkt, wo wir mit dem Kneten aufhören können. Die stellen wir jetzt beiseite, sodass das noch alles etwas ziehen kann. So, kommen wir jetzt zu dem Fleisch und unserem Knoblauch. Das Fleisch habe ich grob von Fett und Zehen befreit, nochmal drüber gefahren. Hier liegt noch Folie mit dran. Was nicht alles hier mit dran kleben bleibt, wenn man das irgendwo hinlegt. Ja, und nochmal drüber fahren, ob wir irgendwo Knochenreste oder ähnliches finden. Aber das Stück scheint ganz gut sauber zu sein. Jetzt werden wir nichts anderes tun, außer hier Taschen reinzuschneiden. Und dann haben wir ja hier unsere Knoblauchstiftchen. Und die geben wir in die Taschen mit hinein. Und das machen wir so aller 3 cm und tun den Knoblauch schön in dem Fleisch verteilen, dass er von innen nach außen schön sein Aroma abgeben kann. Ruhig richtig schön tief, dass wir auch die Mitte des Fleisches erwischen und mit zu viel Knoblauch hat man ja auch noch nichts versaut. Sehen wir zumindest so. So, ich denke mal, ein Vampir wird dieses Stück Fleisch nicht mehr wegschleppen. Hier haben wir die Gewürzmischung, die geben wir auch noch mal über das Fleisch drüber. Auch wenn wir ordentlich an dem Zwiebeln mit dran haben, kann es auch hier am Fleisch nicht schaden. Und das natürlich von beiden Seiten. Und Backpapier. Und da geben wir jetzt in die Mitte ein kleines Bett aus
oder von den Zwiebeln. Und zwar sollte es ungefähr die Grundfläche haben von der Größe des Fleischstückes. Und das geschehen ist, kommt natürlich unser Fleisch mit hier oben drauf und wird abgedeckt mit den restlichen Zwiebeln. Übrigens hier wieder unsere grüne Edelstahlschüssel aus dem Werk in Schkopau. Über 30 Jahre alt. Wenn das keine Nachhaltigkeit ist, dann weiß ich auch nicht. So, wenn das ordentlich eingepackt ist im Zwiebelbett, wird alles erst einmal schön eingeschlagen mit dem Backpapier. Richtig schön straff und eng. Da tut ja niemandem weh. Und dann noch mit Alufolie. Erst einmal, und die Alufolie könnt ihr ruhig dreilagig, vierlagig oder auch mehr machen. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wichtig hier dabei ist nur, dass es wirklich ringsrum schön luftdicht verschlossen ist. Darauf solltet ihr auf alle Fälle achten. So, und jetzt kommen wir noch mal zu einem kleinen Hack. Also so hat mir der lieber Peter das vorgestellt. Und wie das so ist, wenn man mit ein paar Leuten zusammensitzt, kommen immer so schöne Ideen mit raus. Und da sagte der eine, packt das doch einfach in Zeitung ein. Und warum wir das in Zeitung einpacken, sage ich euch gleich nochmal. Wir machen das jetzt erstmal zusammen. Und zwar schön straff dann das Ganze. Hier drauf und auch von beiden Seiten schön stramm umwickeln. Schön straff. Ja, so muss das sein. So sieht das jetzt aus. Wir werden das Zeitungspapier dann, bevor es ins Feuerchen kommt, noch mal etwas wässern. Und dann würde ich sagen, Vorbereitung abgeschlossen. Auf euch und erst einmal ans Feuer. So, ich habe jetzt das Zeitungspapier schön nass gemacht. Wir gehen jetzt gemeinsam zur Feuerschale. An der Feuerschale, wie man kann sehen, habe ich in der Mitte eine kleine Kuhle gemacht. Dort lege ich jetzt das Fleisch rein. Ich schwenke euch mal kurz weg. Einfach zu warm. Hier. Und genau, dort in der Mitte liegt das jetzt und das wird jetzt alles ordentlich abgedeckt, bevor mir das anbrennt, mit Glut. Das Ergebnis zeige ich euch gleich. So, wie gesagt, ganz wichtig ist hier, dass man von dem Zeitungspapier bzw. von unserem eingepackten Stück Fleisch nichts mehr sieht und immer dafür sorgen, dass genügend Holz aufliegt und ordentlich Glut entsteht, dass auch nichts rausguckt. Wie ich anfangs schon sagte oder vorhin schon erwähnt habe, das kann 4 Stunden dauern, 3-4 Stunden, bis da durch ist. Und wie ihr seht, völlig einfach, ohne Kerntemperatur, alles nach Gefühl. Also wir sehen uns dann jetzt gleich wieder und der Braten und ich in 3 Stunden. Wie ein Bauarbeiter bewaffnet, treffen wir uns an der Feuerschale wieder hier. 3,5 Stunden später, wir schauen mal nach unserem Braten. Wie ich sehe, hat die Zeitung ihren Geist aufgegeben. Das Ganze jetzt mal freischaufeln.
ohne größere Verletzung. Und werden die Sache mal aus der Glut befreien. Und ich würde sagen, erstmal aus der Glut raus und wir sehen uns am Tisch und gucken, was wirklich draus geworden ist. Angekommen am trockenen Strande, werden wir mal sehen. Ich hoffe, dieser Fleck hier ist von der Schaufel, gerade vom Befreien. Hier haben wir das Backpapier und wie ihr seht, das Innere scheint überlebt zu haben oder auch nicht. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat funktioniert. Hier oben etwas schwarz geworden, gebe ich zu. Aber das schneiden wir ab und wir werden beim Verkosten sehen, ob das total in die Hose ging oder nicht. So, von unseren kleinen Unfallstellen befreit, das Schwarze abgeschnitten, machen wir trotz alledem den Mittelschnitt. Und es ist schweineheiß. Ist ja auch Schweinenacken. Und ich sage mal so, der Knoblauch ist zu sehen, Saftigkeit ist noch zu sehen. Wir schneiden uns ja mal ein, zwei Stückchen runter. Der Duft ist sensationell. Ja, kann ich bestätigen. Und werden beim Verkosten sehen, was rauskommt. Der Aschebraten ist fertig. Der Marco hat uns das Ganze ein kleines bisschen klein geschnitten und jetzt geht's ab zum Verkosten. Ich muss sagen, der Geruch von dem, ich versuch's mal auf Pfälzisch, Aschebröten, auf Pfälzisch, Sächsisch wahrscheinlich eher. Mhm. Ihr habt ja gesehen, oben, das war das Problem, was ich gesagt habe, bestimmt zu viel Luft rangekommen, aber wir haben die Kruste weggeschnitten, wir nennen es mal Kruste, Rostarom. Mit dem Fleisch vom Geschmack her kein Abbruch, oder? Nee, man kann ja fast sagen, ich habe wahrscheinlich jetzt so ein Stück, wo Knoblauch drin war. Knoblauchbraten sagen. Mm. War gut, einwandfrei. Mm. Und auch innen drin nicht irgendwie trocken geworden oder sonst irgendwas, sondern absolut top. Tja, willst du noch was sagen, weil du gerade so Luft geholt hast? Nee, also wirklich, ihr habt es gesehen. Achtet wirklich drauf, dass das oben eine ordentliche Schicht drauf ist. Die Zeitung ist halt leider weggebrannt, aber unten, wo wir den Braten rausgeholt haben, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt, war die Zeitung noch da. Das hat quasi ihren Sinn und Zweck erfüllt. Aber wir hatten wahrscheinlich oben einfach zu wenig Glut obendrauf. Aber das passiert halt. Wir sind auch bloß Griller. Ja, ist, aber ihr seht ja, ist auch nicht so schlimm. In der Zeitung stand sowieso nicht viel drin. Satt werden wir trotzdem. Genau, deswegen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einfach einen Daumen nach oben, schließt ein Abo ab, so verpasst ihr überhaupt nichts mehr von die Sachsen-Griller. Und Marco und André, den seht ihr natürlich beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao.